immer Nachmittag. Da kannst du mich ja nur an Wochenenden besuchen. Aber gut, auch weißt du was für was denn du. Das wird schon werden. Keine Angst. Deine Eltern können dich besuchen, wann sie wollen. Das verspreche ich dir. Aber was ist, wenn die Oberschwester sie nicht reinlässt? Solche Oberschwestern gibt's bei uns nicht mehr. Da hörst du es. Der Arzt muss es ja schließlich wissen. Hoffentlich. Ja, hier. Bitte? Guten Tag. Nehmen Sie Platz, bitte. Mein Name ist Lindenau. Guten Tag, Lindenau. Ich bin Schwester Irma. Ach, dann bist du der Achim. Ja. Wo bist du denn geboren, Achim? In Aschaffenburg. Ach ja. Das weißt du doch. Er ist ein bisschen aufgeregt. Zum ersten Mal im Krankenhaus. Und wo sind Sie versichert, Herr Lindenau? In der Altschutz. Altschutz. Gut. Ich zeige dir jetzt erstmal dein Zimmer und dann bringe ich dich gleich zu Dr. Matzen. Kommst du nicht mit Papa? Aber ja, doch. Das heißt, wenn ich darf. Natürlich. Ja, dann leg dich mal wieder hin. So, hier kommt der Achim. Ah, hallo Achim, ich bin Schwester Kathi und werde jetzt gleich fertig. Das ist der Matthias, der hat einen Leistenbruch, der wird gleich in die OP gebracht. Wohin? Im Operationssaal. Muss der Achim noch wissen, ne? Sonst denkt er noch, du hast ja von deiner Oma das Nachthemd geliehen. Denke ich bestimmt nicht. Was, das ist dein Schrank? Stell dir die Tasche doch erstmal so rein, auspacken können wir später. Aber gerne. So, da sind deine Handtücher. Da ist dein Fahrkunftbecher. Da steht dein Fieberthermometer. Und hier ist der Klingelknopf, wenn du mal was brauchst. Ich kann es mir doch selbst holen. Ja, nicht, wenn du im Bett bleiben musst. Muss ich denn? Das wird der Arzt entscheiden, wenn er dich untersucht hat. Hm? Ach so. Alles klar? Dann gehen wir jetzt mal zu Dr. Matz. Dr. Matz ist okay. Bis nachher, Matthias. Matthias, ein Taxi ist da. Angst? Ein bisschen. Aber nur ein ganz bisschen, ne? Mhm. Denn das geht auch ganz schnell vorbei. Komm mal her. Starten jetzt. Dieses dicke Säckchen hier, das ist der Blinder. Und dieser kümmerliche Wurmfortsatz, der noch dran baumelt. Ausgerechnet der scheint uns Ärger zu machen. Bloß weil ich einen Kaugummi verschluckt habe. Daran kann man jetzt auch nichts mehr ändern. Der Kaugummi ist nicht daran schuld, wirklich nicht. Da brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Die Appendizitis wird durch eine Infektion ausgelöst. Was kann man da machen? Tja, da gibt's nur eins. Der entzündete Wurmfortsatz muss raus. Wechsel dich jetzt hin. Aber wenn meine Mutter mir einen Eisbeutel draufgelegt hat, ließen die Schmerzen. Ach! Das Vernünftigste ist zu operieren, bevor es irgendwelche Komplikationen gibt. Achim, du kannst dich wieder anziehen. Ich will aber vorsichtshalber noch eine Ultraschalluntersuchung machen lassen. Ach ja, nein, nein, nein. Ich brauche noch die Einwilligungserklärung, falls wir operieren. Na Achim, hast du dein Zimmer ganz allein wiedergefunden? Erst habe ich gedacht, das wäre gegenüber. Und die ist mir nicht so gut. Na dann leg dich mal wieder ins Bett. Hm? Aber soll ich nicht nach zur Ultraschalluntersuchung? Da wirst du doch auf eine Krankentage gelegt und hingefahren. Hm? Das ist ein Service, was? So, Achim. Pass mal auf. Hier, dein Schlafanzug. Hast du nicht den blauen mit dem Windsurfer? Meine Mutti hat den eingepackt. Nachmittag wollte ich mit dieser Gitarre üben. Steckt die auch im Krankenhaus? Aber nur bis gestern. Die muss ich doch immer einstellen lassen wie eine Uhr, weil sie zuckerkrank ist. Jetzt schon anrufen. Aber nicht vergessen. Nein, das ist schon kurz vor 12. Du Achim, ich muss los. Heute Nachmittag kommt Mutti, ja? Sag ihr, sie soll den anderen Schlafanzug mitbringen. Sag ich ihr.
Und vergiss nicht, allein durch die Wildnis aufzuzeichnen. 4:45 im Ersten. Versprochen. Okay, mach's gut. Weißt du eigentlich, dass ich im Krankenhaus bin? Das haben sie mir heute in der Schule gesagt. Guck mal. Hey, den Frosch habe ich dir doch zum Geburtstag geschenkt. Den soll ich beschützen. Wenn ich ins Krankenhaus muss, nehme ich ihn auch immer mit, als Talisman. Was ist nun mit deiner Zuckerkrankheit? Das heißt Diabetes. Naja, erzähl mal, was haben sie mit dem Krankenhaus angestellt? Hier, ein Diätplan. Mittags Filetsteak, Prinzessbohnen, Kartoffelbrei und Kirschkompott als Nachtisch. Hört sich gut an, was? Das ist alles, was sie mit dir gemacht haben? Erstmal haben sie mich natürlich gründlich untersucht. Wenn ich mich genau an den Plan halte, fühle ich mich richtig fit. Und du hast eine Blinddarmentzündung. Appendizitis heißt das. Hast du denn Schmerzen? Ich muss wohl operiert werden. Ich glaube, ich hätte schreckliche Angst. Am meisten Angst habe ich vor der Betäubungsspritze. An Spritzen habe ich mich gewöhnt. Ich spritze mir 2-mal am Tag Insulin. Hier, sieht aus wie ein Füller, ist aber eine Spritze. Das Insulin kommt aus der Bauchspeicheldrüse, aber meine funktioniert nicht richtig. Wenn ich das nicht jeden Tag mache, dann weißt du, schlafe ich ab. Davon habe ich noch nie etwas gemerkt bei dir. Du bist doch immer topfit. Hey, lass das, ich kann das nicht sehen. Das piekst doch mal ein bisschen. Was ist denn hier los? Damenbesuch ist aber nicht gestattet, mein Herr. Danke. Ja, dann mach's gut, Achim. Tschüss. 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 So, jetzt schicken wir dich auf die Reise. So, schön vorsichtig, hm? Toll, mit Liegewagen. Tag, mein Junge. Ich bin Dr. Lindström. Du bist der Achim? Hm? Ja. Ja? Ach, nun guck doch nicht so erschreckt. Ich bin doch nicht Dracula. Ich weiß. Auch wenn es hier so dunkel ist wie im Kino. Du warst doch schon mal im Kino, ne? Und weißt du, warum es im Kino so dunkel ist? Damit man die Bilder besser sehen kann. Richtig. Und ich will auch Bilder sehen. Und zwar hier von deinem Blinddarm. Weißt du, womit? Mit diesem Ultraschallgerät. Guck mal. Hier habe ich den Abtaster. Damit kann ich genau sehen, wie du von innen aussiehst. Ja. Kommen die Strahlen da aus dem großen Apparat? Ja, natürlich. Das ist ein Röntgengerät. Es sind aber nur Kabel drin, sieht aber gewaltig aus, weißt du. Alles andere ist Verpackung. So wie bei Geschenkkartons, nicht? Ja, genauso. So, warte mal. Jetzt wollen wir sehen. Ruhe, ruhig bleiben. Jetzt wird es ein bisschen kalt auf dem Bauch. Kühlt aber schön. Bist du ja endlich. Hast du geläutet, Matthias? Nein. Ich hab so mit Mutti verwechselt. Ich bin noch nicht ganz wert. Deine Mutti hat angerufen. Sie kann leider erst morgen früh kommen. Hm? Alles klar. Du siehst ja blass aus. Was ist denn so schlimm? Bisschen gruselig. Wie auf der Geistermann. Ach, dann geht's ja. Schau,
Tja. Jetzt müssen wir dich doch heute noch operieren. Weißt du, die Entzündung ist zu weit fortgeschritten. Du hast doch nichts gegessen. Du wirst nichts merken, verspreche ich dir. Dafür sorgt unsere Narkoseärztin. Und was macht die? Erstmal bekommst du jetzt eine Spritze. Jetzt leg mal auf den Bauch. Die dich so richtig schön schläfrig macht. Fertig? Kannst losgehen? Ist ein bisschen kalt, ne? So. Nur zu kleiner Pieks. Au! War gar nicht so schlimm, ne? Siehst du, so schnell geht das. Drüben im OP bekommst du dann die richtige Narkose. Dann schläfst du und kannst keine Schmerzen mehr spüren. Überhaupt kein bisschen? Dann bist du schmerzunempfindlich wie ein Sandsack. Ich bin Frau Dr. Becker und hier im Krankenhaus die Narkoseärztin. Ich bereite dich jetzt auf die Narkose vor. Haben Sie wirklich nicht Angst zu operieren, bevor ich eingeschlafen bin? Wirklich nicht. Und wenn ich zwischendurch aufwache? Das tust du nicht. Frau Dr. Becker, sie macht bei dir die Narkose, weißt du? Die passt gut auf dich auf. Möchtest du die Vornarkose lieber mit dieser Atemmaske hier? So ungefähr? Sie riecht etwas nach Gummi. Oder ist ihr erstmal eine Spritze in den Arm lieber? Ich glaube, ich nehme die Spritze. Die kenne ich ja nun schon. Gut. Würden Sie bitte zunächst die Spritze vorbereiten? Dauert erst lange, bis ich dann wieder aufwache? Sicher nur ein paar Minuten. Bestimmt nicht länger als bei Matthias. So, dein Blinddarm wird dich nicht länger ärgern. Papa hat gesagt, du wolltest diesen Schlafanzug. Richtig? Den hatte ich noch in der Wäsche. Wie geht's denn? Da komme ich ja gerade richtig. Guten Abend, Mats. Lindenau, ist alles glatt gelaufen? Ohne Komplikationen. Na, du siehst ja schon wieder ganz munter aus. Und? Hast du nun was gespürt? Nein, überhaupt nicht. Na, siehst du. Dann kann ich wieder aufstehen. Aufstehen darfst du schon morgen, aber nicht gleich nach Haus. Ein paar Tage dauert das schon. Das kannst du ja auch Matthias nicht antun. Also Matthias, der freut sich doch, dass er Gesellschaft hat. Stimmt. So, und nun versucht bald zur Ruhe zu kommen. Morgen freust du erstmal, Papa. Wenn ich dann morgen Abend komme, geht's dir schon wieder gut. Ach Mama, ich mach das schon. Weiß ich doch, mein Großer. Tschüss. Tschüss. Mach's gut, bis morgen dann. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schläfst du, Achim? Nein, warum? Mensch, der Frosch hat den ganzen Laden Fruchtbonbons verschluckt. Was? Ich hab noch gar nicht gemerkt. Darf ich ihn mal ein bisschen operieren? Ach so, ich verstehe. Ja, nimm dir raus, so viel du willst. Die sind zuckerfrei. Aber vorher musst du den Patienten betäuben. Alles klar. Keine Angst, Herr Frosch. Narkose ist wirklich nicht so schlimm. Davon wirst du schläfrig. Und dann im OP machst du plötzlich Klick und weg bist du. Und nach der Operation fühlst du ein bisschen benebelt. Auf einer Operation merkst du überhaupt nichts. Ist schon toll, wie die das machen. Achim, der Frosch sieht irgendwie so schlapp aus. Vielleicht hast du ihn nicht richtig betäubt. Wir hätten doch lieber den Narkosearzt rufen sollen. Puh, da hätten wir ja die Bonbons durch drei teilen müssen.